I can see the bluebirds in the sky, shadows on the ground. It seems to me that every loop they fly is far beyond the ground. Believing there is no ceiling, everything's new. Revealing that this good feeling is just caused by you. Nee, sorry. Sag mal, und den Schuhschrank darf ich wirklich behalten? Ja, ja, ich brauch's nicht mehr. Hedwig hat mir einen größeren gekauft. Der scheint ja richtig Kohle zu haben. Nee, hat er nicht. Aber dafür hat er so ein Herz. Und deswegen zieht ihr auch so schnell zusammen. Also ich meine, 3 Monate ist schon eine verdammt kurze Zeit. 3 Monate, 4 Tage und fast 17 Stunden. Ja, und wo ist dein kroatischer Superman, wenn es darum geht, hier mal ein bisschen mit anzupacken? Na, in der Küche, wie es sich gehört. Der bereitet schon mal ein paar Sachen für die Einweihungsparty übermorgen vor. Einweihungsparty! Sag mal, Lisa, kommen deine Eltern eigentlich auch zu eurer Einweihungsparty übermorgen? Oh, gefährliches Thema. Gerd und Theresa in einem Raum? Ja, sicher. Aber irgendwann muss dein Freund sie doch auch endlich mal kennenlernen. Nee, der kennt sie noch gar nicht. Ich lade doch meine Eltern nicht zu meiner Einweihungsparty ein. Wieso denn nicht? Dann hast du es vom Tisch und wir sind doch auch noch da, um dich zu beschützen. Mädels, nicht die Fingernägel abbrechen. Das hier ist Männersache. Ab hier übernehmen wir. Also, Jungs, packen wir es. Viele Hände, schnelles ein. Nee, nee, ich mach schon. Was ist das denn? Sommerurlaub 88. Euer letzter gemeinsamer Urlaub. Ich hab mal überlegt, ne? Ja. Wegen unserer Einweihungsparty. Ja. Was würdest du davon halten, wenn wir meine Eltern einladen? Ist das dein Ernst? Also, das finde ich. Hast recht. Vergiss es. Blöde Idee. Total albern. Lisa. Ja? Also, ich finde, das ist eine super Idee. Nimm einen Duden, schlag unter schwierig nach und du wirst ein Foto meiner Mutter finden. Kann nicht sein, dass schon meine drin. Na super, dann laden wir doch beide nicht ein. Lisa, ich wollte dich ja nie drängen. Aber mir ist es wirklich sehr wichtig, deine Eltern endlich kennenzulernen. Ich bin da irgendwie altmodisch. Du bist nicht altmodisch. Du bist einfach hoffnungslos romantisch. Das liebe ich. Du weißt gar nicht, wie romantisch ich sein kann.
Hallo, Lisa. Hallo. Ja? Wenn du gekommen bist wegen deines Umzugs, ich hab's im Kreuz, weißt du doch. Papa, es ist aus, der hat mich rausgeworfen. Was? Das gibt's doch nicht. Das ist auch totaler Quatsch, ich hab dich reingelegt, ist alles gut. Der gleiche böse Humor wie... Wie Mama. Ja, genau. Apropos Theresa. Keine Angst, nichts Schlimmes. Nein, niemals. Nur über meine Leiche. Ach komm, es wäre doch nur für einen Abend. Eine Minute wäre schon zu viel mit diesem... Sturen, rücksichtslosen Dickschädel. Ja, genau. Du hast sie immer noch nicht verziehen, dass sie uns alleine gelassen hat. Hast du schon mit ihr gesprochen? Nein, ich wollte dich zuerst fragen. Na, immerhin. Danke. Und mit ein bisschen Glück ist sie vielleicht gar nicht mehr in München, sondern schwebt irgendwo auf einer höheren Bewusstseinsebene. Und wenn nicht? Was, wenn sie einfach sagt, danke für die Einladung, kommst du dann trotzdem? Die sagt nicht danke, die sagt höchstens om. Jetzt lenk mich ab. Wieso muss sie überhaupt dabei sein? Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Wie lange ist das her? 7 Jahre, 8. Diesmal ist es anders. Ich möchte, dass ihr Hirvoje kennenlernt. Was rege ich mich überhaupt auf? Die kommt sowieso nicht. Bitte, bitte, sprich mit ihr. Aber sei nachher nicht enttäuscht, wenn ich mal wieder recht habe. Aber du kommst. Versprochen. Ja, ja, ich komme. Sag mal, hast du eigentlich eine aktuelle Adresse von hier? Na klar, da wo alle gescheiterten Hippie-Tanten mal landen, unter der Brücke. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Zu Frau Bergmann, bitte. Sie meinen Anna Jackert? Nein, ich meine Frau Bergmann. Sag ich doch, Anna Jackert. Haben Sie einen Termin? Nein, ich bin Ihre Tochter. Anna Jackert hat keine Tochter. Frau Bergmann hat eine Tochter. Also von einer Tochter hat sie nie erzählt. Hören Sie, mir hat sie auch nie was von Ihnen erzählt. Wenn Sie jetzt bitte trotzdem Bescheid geben könnten. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Ashanti, Anna Jackert. Entschuldige bitte die Störung, aber hier ist eine... Eine Lisa. Eine Lisa Bergmann. Eine Lisa Bergmann. Sie behauptet, sie wäre deine Tochter. Ich weiß natürlich, ein verwirrter Geist spricht das ja, aber ich wollte dir denn... Ja, danke. Ich kümmere mich persönlich drum. Ich habe ja gesagt, dass es völlig absurd ist, aber Silesia... Danke. Danke. Das macht dich älter. Du meinst Erwachsener? Nein, ich meine älter. Aber wir können auch gerne den üblichen Begrüßungs-Smalltalk führen. Ich war nur schon 5 Minuten weiter in unserer Konversation. Vergiss es, ich hätte gar nicht herkommen sollen. Also, was führt dich zu mir? Nach 8 Jahren. Ich habe jemanden kennengelernt. Wie schön. Ein Mann. Wie ungewöhnlich. Er heißt Hirvoje, wir sind gerade zusammengezogen.
Ja, du wie viel? Er ist Kroate. Aha. Ist das alles? Aha. Ja, was soll ich denn sagen? Du bist alt, Entschuldigung, erwachsen genug, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Er will dich kennenlernen, dich und Papa. Soll er uns besuchen kommen? Erst mich und dann Gerd, und von mir ist auch umgekehrt. Er möchte euch... Wir möchten euch zu unserer Einladungsparty einladen. Morgen Abend. Und, kommst du? Du kennst die Antwort. Du weißt, was ich von diesen bürgerlichen Zwangsveranstaltungen halte. Wie Weihnachten, Ostern, Geschäftseröffnung, Einweihungsparty. Sommerurlaub? Nein. Sommerurlaub nicht. Dann sind wir uns doch einig. Immerhin. Ein Anfang. Also, was ist? Kommst du? Bitte. Alles fertig, was sagst du nun? Okay. So egoistisch. Da stehe ich vor ihr wie ein kleines Kind. Möchtest du vielleicht auf unsere Einweihungsparty kommen, als wäre es das Allerschlimmste auf der Welt? Und was antwortet sie? Was antwortet sie? Dein Vater kommt wenigstens her? Ja. Papa ist ja immer Verlass. Was für ein Tag. Ich habe gerade eine Stunde meditiert und ich kann partout meine Mitte nicht finden. Ist das wegen deiner Tochter, Anna Jackert? Es kann unmöglich meine Tochter sein. Verknallt sich in einen irgend so einen südländischen Macho, der sie an den Herd kettet und ihr fünf Kinder macht. Bin ich dafür auf die Straße gegangen? Sicher nicht. Ich gehe nach Hause. Leider nein, Anna Jackert. Du hast noch einen Kunden. Er hat explizit nach dir gefragt. Ein Herr Bröckers. Mist. Ja, tut mir leid. Verzeihung. Sag jetzt nicht, dass du Herr Bröckers bist. Bröckers ist immerhin noch näher an Bergmann als Anna Jackert an Theresa. Anna Jackert ist ein Symbol für mein wahres Ich. Diese Auskunft war kostenlos. Und damit auf Wiedersehen, Herr Bröckers. Ja, nichts auf Wiedersehen. Ich habe die Leistung bereits erworben und mit Kreditkarte bezahlt. Auch das noch. Mhm. Und wenn du sie nicht persönlich erbringst, machst du dich strafbar. Gut. Zweite Tür links, Herr Bröckers. Nur damit es klar ist, Privatgespräche sind in der Behandlung nicht inklusive. Ich werde schweigen und genießen. Psst, keine Privatgespräche, Herr Bröckers. Ich dachte, wir wären gegen den Kapitalismus auf die Straße gegangen. Warum kosteten diese Foltertour hier 85 Euro? Weil es ein Sonderangebot ist. Legst du Wert auf die Fortsetzung der Massage? Oder ziehst du mir freiwillig, warum du hier bist? Keine Privatgespräche. Abel macht das wunderbar. Rede, Herr Bröckers. Okay, okay. Meine Tochter und ihr Freund geben heute Abend eine Einweihungsparty. Das ist doch toll. Ja, das findet meine Ex-Frau nicht. Dafür wird sie schon ihre Gründe haben. Sind Sie denn mit dem Lebensgefährten Ihrer Tochter einverstanden? Das ist mir völlig egal. Hauptsache, meine Tochter ist damit einverstanden. Dann kann Ihnen doch auch die Meinung Ihrer Ex-Frau völlig egal sein. Die Meinung meiner Ex ist mir absolut egal. Ah! Okay, Theresa. Also, die Falle ist diese heute Abend sehr wichtig. Tu ihr den Gefallen und komm hin. Nein. Und genau hier ist die Behandlung beendet. Guten Tag, Herr Bröckers. Wenn du nach 22 Jahren immer noch wütend auf mich bist, wegen dem, was damals passiert ist, so ist das eine Sache. Aber bestraf deine Tochter nicht dafür. Es hat doch bis jetzt ganz wunderbar ohne mich klargekommen. Bis auf die obligatorische, belanglose Geburtstagskarte jedes Jahr habt ihr euch doch nie für mich interessiert. Und auf einmal sollen wir so tun, als wären wir alle eine glückliche Familie, nur weil Lisa jetzt mit einem Balkanesen zusammenzieht? Mach dich doch nicht lächerlich, Gerd. Männer kommen und gehen, wer wüsste es besser als du? Ich hab's gewusst. Hat sich nichts verändert. Alles andere auf der Welt ist dir wichtiger als deine Tochter. Du und dein Ego-Trip! Ganz dünnes Eis, Gerd Bergmann, das wissen wir beide.
Jetzt lass den Kopf nicht hängen wie in deiner Mutter. Jetzt geht die Party los, nervös? Nervös? Nein. Total. Was glaubst du dann, wie ich mich fühle? Immerhin lerne ich heute deinen Vater kennen. Wo ist er eigentlich? Der wollte doch längst hier sein. Dein Vater unterrichtet Geografie an der Uni. Der wird doch wohl den Weg finden. Frühgeschichtliche Geografie. Kann ja die Adresse von jedem Neandertaler sagen, aber verläuft sich auf dem Weg zum Supermarkt an der Ecke. Hallo, Papa. Na, bist du schon los? Wie? Schon los? War das heute? Oh, Papa, natürlich war das heute. Mann, ich hab's dir zweimal gesagt und sogar aufgeschrieben. Jetzt greif mal in dein altes Sack, oder ist der Zettel drin? Angeschmiert. Verdammt! Ach, hallo. Schön, dass du da bist. Komm rein. Papa, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich freue mich wirklich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Bergmann. Hrvoje Tomasovic. Tomasovic? Na, das sind ja erfreulicherweise schon mal weniger Konsonanten als in Ihrem Vornamen. Ja, ich habe mich da mal kundig gemacht. Schliwowitz. Wie originell. Komm, ich zeig dir die Wohnung. Danke. Ihr habt's ja wirklich schön hier in eurer neuen Wohnung. Ja. Da scheint's ja bestens zu laufen in Ihrem Job, Herr Tomasovic. Bei den Münchner Mieten? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Das sieht ja lecker aus. Und die Unmengen. Könnt ihr euch das überhaupt leisten? Ja, auch das können wir. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt was von dem guten Slivovitz vertragen. Ja. Trinkt mal auf die neue Wohnung. Živeli. Was? Das ist kroatisch und heißt Prost. Oh. Ach so, Živeli. Ja. Živeli. Prost. Živeli. Er macht ja blind. So, komm, noch gleich noch mal ein. Jetzt mal unter uns Männern. Wie läuft denn das Geschäft so als freier Architekt? Die Baubranche steht ja nicht so gut da, oder? Ja, mit ein bisschen Glück schnappe ich mir den Auftrag für eine Ferienanlage in Kroatien. Glück ist eine launische Geliebte, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Launische Geliebte, ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Ich bin nicht launisch. Wer redet denn von dir? Boah. Okay, okay, das wird mir zu heiß. Ich gehe mal lieber und kümmere mich um die Gäste. Aber nur um die männlichen. Selbstverständlich. Und? Wie findest du ihn? Mhm. Netter Kerl. Sie wird nicht kommen, oder? Sei nicht traurig. Sie ist eben so. Das ist nicht deine Schuld. Ja. Komm, es ist dein Abend. Lass uns feiern. Lisa, ich wach auf. Schön, dass du wenigstens gekommen bist. Sie müssen der Kroate sein. Lisa, ich hab da etwas, das solltest du dir vielleicht mal anschauen. Mama. Ah. Ja, ich war gerade in der Gegend. Da habe ich mir gedacht, komm ich doch mal vorbei. Anna Jakart, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, schön, dass du da bist. Hervoje, hast du ja schon. Ja, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Der hat dich trotzdem reingelassen. Im Gegensatz zu dir hat er wenigstens Manieren. Das riecht aber lecker. Ach, weil nichts Veganes dabei ist. Theresa würde niemals Tiere quälen, dafür hat sie uns Menschen. Seit wann sind Männer Menschen? Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Das ist ein wichtiger Abend für Lisa, aber auch für mich. Eine Sekunde. Schön, dass du gekommen bist. Schön für Lisa. Sie hat den ganzen Abend gewartet. Also Leute, ich habe da eine kleine Rede vorbereitet. Lisa und ich freuen uns wirklich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Keine Sorge, die Rede dauert nicht länger als 40, 60 Minuten. Obwohl, Rede trifft es vielleicht nicht ganz. Es ist wohl eher ein Geständnis. Ich glaube, er tut es. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Moment. Wir sind ja auch gerade erst zusammengezogen. Aber ich habe da jemanden kennengelernt. Hä? Eine Frau.
Amüsierst du dich genauso gut wie ich? Eine Frau, von der ich nicht mehr loskomme. Was? Und diese Frau. Bist du? Lisa. Hier und jetzt. Im Beisein deiner Eltern. Stelle ich dir die eine. Die einzige aller Fragen. Willst du meine Frau werden? Ja! Nein! Hä? Was? Wie nein? Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein, nein, nein! Doch, doch, doch! Was ist denn jetzt? Einen Moment! Mama, du und ich draußen! Jetzt! Nein! Halt! Später! Ich kenne die beiden. Viel zu gefährlich. Ich bekomme von dem Mann, den ich über alles liebe, einen Heiratsantrag. Und du hast nichts Besseres zu tun, als hier nach 8 Jahren aufzukreuzen, um mir den schönsten Moment meines Lebens zu versauen. Sag mal, bist du komplett verrückt geworden? Wer heiratete denn nach nur 3 Monaten? Das ist keine Entscheidung aus Liebe, das ist Panik. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dich um was gebeten habe. Und ich war so blöd zu glauben, dass dir mein Glück vielleicht wichtig sein könnte. Ihr hat doch mit Glück nichts zu tun. Du willst einen Mann heiraten, den du kaum kennst, ohne drüber nachzudenken. Eine junge, emanzipierte Frau muss heutzutage nicht mehr heiraten. Schwachsinn! Eine junge, emanzipierte Frau macht heutzutage, was sie will. Und ich zeig dir jetzt mal, wie emanzipiert ich bin. Bekomme ich noch eine Antwort? Ja, von ganzem Herzen ja, ich will dich heiraten. Und zwar sofort. Am besten noch diese Woche. Wir fliegen nach Las Vegas. Hauptsache schnell. Her damit. Hier, Mama, ich bin verlobt. Falsche Hand. Das ist doch völlig Schnurz. So, und ich schwöre dir, innerhalb einer Woche bin ich Frau Tomasovic. Und damit basta! Sag mal, du hast jetzt aber nicht bloß meinen Antrag angenommen, um deiner Mutter ins Auszuwischen. Nein! Hm? Nein. Jeder Moment ist schöner, wenn du bei mir bist. Ich wäre doch verrückt, wenn ich das nicht für den Rest meines Lebens wollte. Wie ist sie nur so geworden? Früher waren die beiden unzertrennlich. Eine Einheit. Totale Hippies, aber wie füreinander gemacht. Beide Haare bis zum Hintern. Gerd, Haare bis zum Hintern. Ja. Aber dann hat er die Professur angenommen. Ist bürgerlich geworden. Einer musste uns ernähren. Da ist Theresa natürlich nicht mitgezogen. Du hast es ja selbst gehört. Emanzipation, Goa, die Welt retten. Und du bist aber auf der Strecke. Im Sommerurlaub 88. Da waren wir das letzte Mal glücklich. Kurz danach hat sie ihre Sachen gepackt und war weg. Ja, und wie das Leben so spielt, geht irgendwie jeder seiner Wege. Weißt du was? Wenn wir mal Kinder haben, machen wir das ganz anders. Moment, also mehr als eine lebensverändernde Maßnahme pro Abend verkrafte ich, glaube ich, nicht. Okay. Okay. Last-Minute-Business-Class Las Vegas für 800 Euro.
Kleidchen. Nee, du machst sowas nach der Hochzeit nicht mehr. Sag mal, das mit Las Vegas. Ja? Hast du das eigentlich ernst gemeint? Las Vegas, Hawaii und Haching. Schatz, mir ist nicht wichtig, wo wir heiraten, nur dass wir heiraten. Gut. Ich kann meiner Mutter nämlich unmöglich erklären, dass wir bei einem Elvis-Imitator heiraten. Südländisch-katholisch-konservativ. Ganz genau. Sie weiß aber schon, dass wir nicht bis zur Hochzeitsnacht gewartet haben. Na, hör mal, meine Mutter weiß alles von mir. Alles? Na gut, fast alles. Den Rest der Arzt. Weißt du was? Dann lass uns doch in Kroatien heiraten. Wirklich? Wirklich? Ja? Wieso denn nicht? Dann gibt es aber kein Zurück mehr. Willst du? Ja, ich will. Okay. Hey Mama, imam novosti. Slušaj Mama. Ženiću se doma. Da, mama, dolazimo uskoro. Dolazimo sami. Ali oni su... Da, mama. U redu, mama. Und? Sie freut sich ja. Und? Euch endlich kennenzulernen. Euch. Dich und deine Familie. Die ganze Familie, also alle beide, Gerd und Theresa? Mhm. Vergiss es. Was soll ich machen? Meine Mama hey, ist... Hey, ruf sie einfach noch mal an und erklär's ihr. Familie Bergmann tritt nur mit halbem Team an. Meine Güte, Scheidung ist doch kein großes Ding. Kein großes Ding? Für das Wort Scheidung gibt's auf Kroatisch nicht mal eine Übersetzung. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja. Ich weiß, was du sagen willst und du hast recht mit allem. Weiter? Ich bin egoistisch, egozentrisch. Und ich habe dir gestern Abend den schönsten Moment in deinem Leben versaut. Ja, definitiv. Ja, was soll ich sagen? Ich entschuldige mich für die Form, aber nicht für den Inhalt. Also, eine Entschuldigung hört sich ehrlich gesagt anders an. Irgendwie netter. Ich weiß, dass du mir das jetzt nicht glaubst, aber verdammt noch mal. Wenn ich sehe, dass du dich ins Unglück stürzt, werde ich dich beschützen, notfalls auch vor dir selber. Du bist immer noch meine Tochter. Ach, dann hast du das gestern aus Mutterliebe getan. Ja, wenn du so willst. Dann beweis es mir. Was? Komm mit nach Kroatien. Wohin? Nach Kroatien. Du und Gerd, ihr fliegt morgen mit uns nach Kroatien, wo Hirvoje und ich heiraten. Ihr werdet euch benehmen, zivilisiert, höflich und charmant sein und das perfekt verheiratete Ehepaar abgeben. Moment, ich bin nicht gekommen. Oh und das ist deine letzte Chance zu zeigen, dass Theresa nicht nur Anna Jakat liebt. Einverstanden. Wie? Wirklich? Ja, ich komme mit. Nein, das glaube ich einfach nicht. Das ist ein böser Scherz. Nein, ist es nicht. Und sie hat dir tatsächlich versprochen, dass sie mitkommt? Erstaunlich, aber wahr. Oh Mann! Warum heiratet ihr nicht in München? Eine kleine Feier und jeder geht wieder seiner Wege. Das geht eben nicht. Hirvojes Mutter ist Witwe, die hat nur noch ihre beiden Söhne. Die kriegt einen Herzinfarkt, wenn wir das jetzt alles wieder abblasen. Tante Gerda bekommt regelmäßig einen Herzinfarkt, wenn es nicht nach ihrem Willen geht. Jetzt ist die Kröte 98 und gesünder als wir beide zusammen. Papa, sie verliert ihr Gesicht, wenn wir da nicht als perfekte Familie auftauchen. Ich verliere auch gleich was. Könnt ihr euch nicht für die paar Tage mal zusammenreißen? Ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Bringen wir es hinter uns. Das vergesse ich euch nie. Euch beiden. Wie vielten Monat bist du eigentlich? Bitte?
Entschuldigung, bei der Blitzhochzeit wird die Frage doch wohl erlaubt sein. Nein, ich bin nicht schwanger. Falls ich das nicht schon gesagt haben sollte, also die Sache mit der Scheidung, brauchen wir nicht an die große Glocke. Doch, das sagtest du bereits, circa 15 Minuten. Das letzte Mal vor 2 Minuten im Taxi. Komm, Schatz, einchecken, bevor ich es mir anders überlege. Mal im Ernst, bist du wirklich nicht schwanger? Nein. Lebenslängliches Flughafenverbot? Ich dachte, das wäre längst verjährt. Manche Geschichten aus der Vergangenheit holen einen halt immer wieder ein. Was habt ihr denn angestellt? Ihr seid doch nicht etwa Terroristen. Quatsch. Nicht im engeren Sinne. Wir haben bloß ein bisschen gegen die Stadtbahn-West protestiert. Dafür kriegt man aber kein lebenslängliches Flughafenverbot. Es kann sein, dass wir damals ein klein wenig nackt demonstriert haben. Du warst nackt. Aber ich habe kein Flughafenverbot. Bloß, weil ich dem Typen eine gekachelt habe. Das war der Innenminister. Ach, na super. Müssen wir jetzt mit dem Auto fahren, oder was? Natürlich nicht. Gerd muss mit dem Auto fahren. Tut mir leid, ich spreche nicht mit Dino. Wie war das im Mittelteil? Ich habe im Moment keine Fahrerlaubnis. 5-mal geblitzt war ihm einmal zu viel. Warum fahrt ihr nicht einfach zusammen? Was? Bitte? Ja. Wir fliegen hin. Bereiten alles vor. Wir können doch nicht zu spät ankommen. Das stimmt. Ja, so machen wir's. Okay. Gut. Fahrt vorsichtig. Genau. Ja. Und meldet euch, wenn ihr da seid, ja? Ich dachte, du wärst reich. Denken wir noch nie deine Stärke. Der Weg ist das Ziel, Anna Jackert. In diesem Fall nicht. Sag mal, packst du es bitte ein? Lässt sich diese Benzinschleuder hier mit deinem ökologischen Gewissen vereinbaren? Mit deiner Liebe zur Mutter Natur? Hybridantrieb. Schon mal was von gehört? Einsteigen, anschnallen, festhalten, linke Spur, rechter Fuß. Ja, ja, ich bin beeindruckt. Hat die Karre auch ein Radio? Viel besser. Oh Gott, was habe ich verbraucht? Mann, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Die beiden alleine in einem Auto. Die werden sich schon nicht umbringen. Aber um dich auf andere Gedanken zu bringen, können wir vor dem Abflug nackt auf dem Rollfeld demonstrieren. Nackt? Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Gott! Wir hätten wahrscheinlich länger auf der A8 bleiben müssen. Das glaub ich jetzt nicht. Wir sind doch nicht mal in Österreich und du verfranst dich schon. Wie schaffst du es nur, dich morgens alleine anzuziehen? Ja, wo ist denn das Navi? Wo denn? Halt das nicht aus. Mein Auto, meine Regeln, meine Musik. Und Kofferraum öffnen. Was glauben Sie denn, was da drin ist? Waffen für Terroristen in Serbien? Serbien. Hören Sie, meine Frau ist nervlich etwas überstrapaziert. Das kann man wohl sagen. Sie kommt beruflich so mit Sachen zusammen, die beeinträchtigen ihr Nervensystem. Ätherische Substanzen. Substanzen? Ich sage Ihnen doch die ganze Zeit, wir wollen nicht nach Serbien. Und das mit den Substanzen... Wir wollen nach Rovin. Unsere Tochter heiratet. Einen Kroaten. Warum nicht gleich gesagt? Wann heiraten Sie? In 2 Tagen. Und heute Abend sind wir bei der Familie zum Essen eingeladen. Ja, na dann los. Los, los, los. Und Glück für Brautpaar.
Es wurden zwei Einzelzimmer und ein Doppelzimmer auf Tomasowitsch gebucht. Einzelzimmer, gute Idee. Lass dich wenigstens nachts aus dem Weg gehen. Die Einzelzimmer sind für uns, wir sind noch nicht verheiratet. Ja. Ist das dein Ernst? Deine Mutter bucht uns Einzelzimmer? Die weiß aber, dass wir zusammen wohnen. Ich habe doch gesagt, Mutter weiß fast alles. Sie weiß es nicht? Sie ahnt. Oh, Jose, wasche Maike. Ah, ein Willkommensgeschenk von Mutter. Ach, das ist aber süß von deiner Mama. Das ist, toll. Wirklich toll. Sie hat es selbst bestickt. Wochenlang in Handarbeit. Dann wollen wir es lieber gut wegpacken, damit nichts drankommt, bis wir wieder in Deutschland sind, ne? Zieh's an. Dann haben wir in den nächsten Tagen Ruhe. Okay, dann gehen wir mal hoch auf unser Zimmer. Ich meine, jeder in sein Zimmer. Alleine. Wir sind ja noch nicht verheiratet. Ist was passiert? Entschuldigung, wir sind nicht von hier. Wir sind Deutsch, Deutsche. Die verstehen dich sowieso nicht. Soll ich ihnen Geld geben? Ich meine, wegen dem Schreck? Wir sind Touristen. Wir werden von denen noch oft genug abgezockt. Also, nicht so ungut. Idioti. Komm, Gerd, auspacken. Zu irgendwas musst du ja gut sein. Herr Bergmann? Ist doch schön hier. Damit eins klar ist, getrennte Kasse, getrennte Zimmer. Ah, herzlich willkommen in Kroatien. Hallo. Ich möchte euch ja gleich mal jemanden vorstellen. Das ist meine Mutter Darinka und mein Onkel Mirko. Der Bruder meines verstorbenen Vaters. Gerti Teresa ist Niemaczke. Ja, ich gehe mal gerade gucken, wo Lisa ist, ja? Frauen. Ja, dann macht euch mal in Ruhe bekannt. Ich bin gleich wieder da. Ja, also, nichts für ungut, hm? Aber schön, hier, Kroatien, ihr Land. Herrlich, Kroatien. Ich verstehe mich nicht, tut mir leid. Wer versteht dich schon? Wollen wir uns nicht setzen? Wir kommen ja von weit, ja? München, Salzburg. Ich bin ja nicht gefahren, aber Sie ja. Und er hat nämlich keinen Führerschein mehr. Ja, bitte. Oh, mein Gedöns ging echt nicht drauf. Wo bleibst du denn? Meine Eltern sind schon da. Ja, ich komm schon. Ich bin Professor. In kurzen Hosen. Ja. Sie? Massage. Also gut. Sehr gut. Schönen Abend, Sonovce. Dira Truga Muschkatze. Was da, Kuhinsländer? Die sind doch schwer von Begriff. Mama, Onkel Mirko. Das ist meine Lisa. Lisa. Hallo. Matschke. Lisa. Also, es ist mir eine Freude und auch eine Ehre, hier sein hallo, zu dürfen. Lisa. Ja. Ja, hallo. Nein. Dass ich mich bedanken möchte, die dafür, dass ihr das alle... Liebe Lisa, du musst dich nicht bedanken. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Ihr sprecht Deutsch? Meine Familie hat jahrelang in Würzburg gearbeitet. Ich lebe, Silvana, im Boxbeutel. Nur blaue Zipfel mit Brot, das ist nichts für mich. Lisa, meine Liebe, ich muss dir sagen, mit dieser Bluse, du siehst aus wie eine echte Kroatin. Ja, boje. Kannst du zum Fasching anziehen oder eine kleine Tischdecke draus machen? Ich mag diese Bluse. Die ist so authentisch. Das ist ein Geschenk von Darinka, hat sie selbst gestickt. In Handarbeit. Toll.
Was diese Darinka alles kann. Stopp, die Damen. Willkommen im besten Grilllokal von Kroatien. Fleisch! Ich esse kein Fleisch. Dieses Lokal ist berühmt für sein Fleisch. Leute kommen von weit her wegen dem Fleisch. Man ist stolz auf das Fleisch. Teresa ist nun mal Vegetarier. Dann soll der Lamm essen. Wenn meine Frau kein Fleisch essen würde, ich... Auf unsere Frauen. Was verstehst du von Frauen? Meine liebe Lisa, liebe Hrvoje, ihr habt euch gefunden und ihr werdet übermorgen das heiligste Sakrament der Ehe empfangen. Ein verstorbener Mann, Dragan. Dragan hat immer gesagt, Heimat ist heilig, Ehe ist heilig. Darum, die beiden gehören zusammen. Liebe Familie, liebes Brautpaar, ist nur eins, was ich sagen möchte. Ist nicht wichtig, was ihr euch vor irgendjemandem versprecht. Das Einzige, was wirklich zählt, ist euer Herz. Denn nur euer Herz geleitet euch ins Glück, aber nicht zwingend vor den Altar. Danke. Tolle Rede. Mhm. Vor allem der Teil, in dem sie uns davon abrät, zu heiraten. Ja, der war gut. Hey! Trage das für dich, ne? Kannst du nicht beibringen, pünktlich zu sein? Was kann ich denn dafür? Du bist der Ältere, du bist für alles verantwortlich. Trage das für dich. Und du musst Lisa sein. Ja, hallo. Wow. Du bist ja noch viel schöner als auf den Fotos. Hm? Oh, danke. Hey! Und das ist bestimmt deine ältere Schwester. Nein, die jüngere. Dachte ich mir doch. Daimon, Mato. Du bist der Einzige, der mir geblieben ist. Mato geht nicht einfach fort. Für Mato bedeutet unsere Tradition noch etwas. Echt? Den guten alten Import-Export-Tradition? Ach, du meinst jetzt aber nicht die vom Laster gefallenen Traditionen. Wie kannst du es wagen, unser Land zu beleidigen, Teresa? Warum? Mato ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Wir sind doch jetzt Familie. Und wenn du irgendwas brauchst, nicht verzagen, Mato fragen. Ich mach dir einen Familienpreis. Aber das ist schon legal, oder? Das Gesetz ist wie eine liebende Mutter. Wir achten es, aber lass uns nicht mal zuschauen. Wisst ihr was? Ich bin richtig stolz auf euch. Ihr habt den ganzen Abend an einem Tisch gesessen, ohne euch umzubringen. Ja, wart's mal ab. Die Nacht ist noch lang. Wollt ihr nicht vielleicht unser Doppelzimmer haben? Ja! Nein, das geht doch nicht. Meine Mutter will, dass ich eine anständige Frau heirate. Ich bin aber nicht anständig. Ich weiß, aber meine Mutter nicht. Ja, andere Länder, andere Sitten. Hier geht man eben noch jungfräulich in die Ehe. Das ist der erste vernünftige Satz, den ich heute Abend von dir höre. Und wenn es nach mir ginge, hättet ihr ein Leben lang getrennte Betten. Was war das denn? Also so ganz steige ich bei dem Vater noch nicht durch. Väter sind doch alle gleich. Sie können ihre Töchter nicht loslassen. Na, damit hattest du ja kein Problem. Na, wenn du meinst. Hier. Ja, ich hole euch ab. Hier drin. Ja, der Portier ist ein Vetter eines Schwagers, eines Nachbarn von mir. Du schläfst auf der Couch. Sie hat dich rausgeschmissen. Sie hat keinen Respekt vor dir. So seid ihr Deutschen. Eure Frauen tanzen euch auf der Nase herum. Guten Morgen, mein geliebter Gatte. Hast du gut geschlafen? Soll ich dir die Füße waschen? Auch mein Schatz, du hast ja noch gar kein Frühstück gehabt.
Wir haben ja Besuch. Hallo, Mirko. Da muss ich mich schnell ein bisschen hübsch machen. Ja, also, behalt euch. Wir haben viel zu tun heute. In 2 Tagen wird geheiratet. Ich warte im Auto auf euch. Also, daran könnte ich mich gewöhnen. Dann fang gar nicht erst damit an. In 2 Tagen sind wir wieder geschiedene Leute. Guten Morgen. Na, wie war die Nacht? Wie du siehst, haben wir es überlebt. Lisa, wir hatten richtig Glück mit den Lämmern. Ach Gott, die sind ja süß. Und lecker. Hallo. Das gibt einen tollen Wespen. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Aber Lisa, wir müssen unseren Gästen doch Fleisch geben. Auch Tiere haben eine Seele. Also, da muss ich ja ausnahmsweise mal recht geben. Ich habe nichts gegen Fleisch, aber wir kaufen es so, wie der liebe Gott es uns geschenkt hat. Abgepackt im Supermarkt. Darinka, diese Lämmer werden nicht geschlachtet. Meine Liebe, komm. Ich möchte dir etwas sagen. Jetzt hörst du mir gut zu. Du hast nicht die geringste Ahnung von einer traditionell kroatischen Hochzeit. Das ist mein Sohn, mein Land, meine Hochzeit. Aber es ist meine Tochter. Und ich bin immer noch die Mutter der Braut. Und die sagt dir jetzt mal was. Du hast recht. Bereite meiner Tochter die schönste kroatische Hochzeit aller Zeiten. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher. Dobre. Voilà. Das wir können machen in Grün. No. Gleich bei Elvis in Las Vegas heiraten können. Ganz ehrlich, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt. Und die Vorschläge von dieser Friseuse waren ja... Also ein Highlight nach dem anderen. Ja, Schatz, das trägt man hier heute. Oh, meine Füße brennen wie Hölle. Ich freue mich jetzt auf eine schöne Badewanne im Hotel. Ein Highlight habe ich mir noch aufgehoben. Mhm. Herzlich willkommen bei der besten Brautkleidschneiderei von ganz Rovinj. Wahnsinn! Und es ist ein richtiges Geschäft! Oh. Nebenbei bemerkt eine Empfehlung von Darinka. Mama, nimm es mir nicht übel, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass ich in einem ganz normalen weißen Kleid heiraten würde. Aber das hier ist normal. Du hast doch gesehen, wie stolz sie alle auf dich waren, als du diese Tischdecke anhattest. Das wird bei uns seit dem 18. Jahrhundert getragen. Ja, das riecht man. Das ist sehr schön, aber haben Sie vielleicht auch was Schlichteres, was Einfarbiges? Also eine Farbe, so wie das hier? Oh, no, Himmelsgitte. Das Kleid ist für Trauer, Beerdigung. Ja, für den wirklich schönsten Moment in einer Ehe. Bitte zeigen Sie uns doch das edelste und teuerste Brautkleid, das Sie haben. Meine Tochter heiratet schließlich nur einmal. Ja, natürlich. Diese hier, das ist schön. Ja, das ist, traditionell kroatisch, ne? Ja. Nein, das ist potthässlich. Es kommt nicht auf das Kleid an, sondern nur auf die Frau, die drinsteckt. Probier's doch mal an. Moment. Na? Habt ihr was Schönes gefunden? Ja. Nein. Na prima. Ich soll das Brautkleid nämlich hochbringen, damit er es nicht sieht. Gab's das Hemd auch in deiner Größe? Wieso? Passt doch. Und, habt ihr was Schönes gefunden?
Nur damit eins klar ist, keine neongrüne Marzipantorte, keine pinken Fingernägel und keine lila Plastikblumen. Und ich werde nicht in einer alten Tischdecke heiraten. Das musst du auch gar nicht. Gut. Ich rede mit meiner Mutter. Tu es, bevor ich es tue. Ich kläre das heute Abend. Kein Problem. Kein Problem, versprochen. Okay. Auch ein Bier? Ja, und zwar ein doppeltes. Lisa, das ist wunderschön. Da, Mama. Na. Ich glaube, das wird dir sehr gut gefallen. Was mir gut gefällt, sehr gut mit deinen Augen. Oder wir nehmen diese hier, was du sagen? Oh, yeah. Diese Blumen, gefällt dir auch. Lisa, ich möchte dir sagen, ich glaube, wir werden morgen gehen zum Coiffeur und nehmen diese Frisur. Gerd, wo ist deine Frau? Die habe ich ins Hotel geschickt. Frauen muss man sagen, wenn es Zeit ist, für sie ins Bett zu gehen. Du verstehst die Frauen. Wenn du jetzt noch richtig trinken könntest, wärst du schon ein halber Kroate. Zwei Gläser. Zwei Flaschen. Ich war Soldat, habe 5 Jahre gegen den Feind gekämpft. Was mich am Leben erhalten hat, war guter kroatischer Schlifowitz. Und ich war Hausbesetzer und habe gegen das Establishment gekämpft. Und was mich am Leben erhalten hat, war gutes deutsches Bier. Gerd, du verstehst etwas von Frauen und vom Trinken. Bist du sicher, dass du ein Deutscher bist? Nein! Hast du schon eine Frau? Nein. Hat sie einen Mann? Nein! Ja, wo ist das Problem? Es ist da. Schön. Und liebt sie dich nicht? Doch. Ich habe schon. Ja, wo ist das Problem? Ich kann nicht die Frau meines Bruders küssen. Sie ist schon tot. Seit 25 Jahren. Ja. Ich kann nicht die Frau meines Bruders küssen. Warum nicht? Das geht nicht. Du musst dir einfach mal sagen. Auch wenn es in die Hosen geht, du stellst dich vor sie. Und dann sagst du, Darinka, ich liebe dich. Und dann nimmst du mit deinen Händen ihr Köpfchen und dann küsst sie. Hallo, so? Ja. Thank you.
Bernhard, jetzt konzentrier dich endlich. Ich erzähl dir alles. Aber mach das bitte leise. Aber ich flüstere doch schon. Und flüstere leiser. Also zuerst habe ich geglaubt, dass es sich nur um Hehlerei handelt. Deutschland, Kroatien, Autos, Zigaretten, Schnaps, so all sowas. Matu leitet die Geschäfte in Kroatien, Rovi macht das Ganze von Deutschland aus. Dazu braucht er aber eine deutsche Frau. Wofür? Aufenthaltsgenehmigung, ist doch klar. Kroatien ist nicht in der EU. Ja. Aber man sagt, das Beste kommt noch. Herr Rovier ist bereits verheiratet. Bist du betrunken? Nein. Moment mal. Du bist doch bloß hier, um diese Hochzeit zu verhindern. Ja, natürlich. Aber ich war letzte Nacht in Mattos Werkstatt. Ach, bist einfach so eingebrochen. Ja, zum Glück. Ich habe ein Fotoalbum gefunden. Mit lauter Fotos von Herr Rovier, mit Frau und Kind. Jede Menge. Hier. Alles voll davon, da. Das sind Ziegen. Ja, das war so hektisch. Dann habe ich die falschen rausgerissen. Ja, sag ich doch, du bist betrunken. Ich kenne diesen stolzen Vaterblick. Mein Kind, von mir selber gezeugt. Lisa ist kurz davor, einen Riesenfehler zu begehen. Wir müssen sie davor beschützen. Wir brauchen Beweise. Wir? Klingt gut, ne? Wir. Wir. Für unsere Tochter. Wir. Für unsere Tochter. Hallo, Mato. Hi. Was kann ich für euch tun? Fotos. Von Herr Wohl. So von früher. Ah, sehr witzig. Onkel Mirko hat sie gerade zum Fotografen gebracht. Da sind sogar Kinderfotos von Herr Wohl dabei. Herr Wohl hat ein Kind? Hoffentlich bald ganz viele. Nein. Onkel Mirko macht eine Dia-Show am Hochzeitsabend. Und er lässt sich die Bilder auf Laptop machen, wie Dias. Schade. Genau so eine Idee haben wir auch gehabt. So als Partygag, ne? Schönes Auto. Danke. Tja. Da war Onkel Mirko wohl schneller. Mhm. Und jetzt seid mir nicht böse, aber ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, ja? Und in 2 Stunden müssen wir schon zu Mama nach Bale fahren. Ich habe eine Riesenüberraschung. Ich hole euch beim Hotel ab, ja? Ja. Also dann frohes Schaffen. Und vergiss nicht, die Seriennummer zu überpinseln. Verdammt! Der Kerl hat gemerkt, dass ich die Fotos gesehen habe und sie einfach verschwinden lassen. Ohne Beweise werden wir unserer Tochter die Hochzeit bestimmt nicht kaputt machen. Ja, genau, du sagst es. Mist! Wo kriegen wir jetzt die Beweise? Ja, immer muss ich mich um alles kümmern. Du hast sie doch gehabt, die Beweise. Ich hab sie nicht. Marlen? Moram da razgovaram s tobom. Sad odmah. Šta? Hoću da znam zašto moje dete ja nismo pozvani na tu svadbu. Hoću odmah to da mi kažeš. Mislim, i ovo je obitelj jednog. Da seid ihr ja endlich. Lisa, Lisa, schön, dass du da bist. Dobrodošli. Schön, euch zu sehen. Dobrodošli. Ich sollte den Beruf wechseln. Import-Export scheint sich wirklich zu lohnen. Ja, da hast du recht, Teresa. Wir exportieren. Wein. In 62 Länder. Ja, und deine Garage machst du auch mal dicht. Lisa, komm, ich möchte dir meine Geschwister vorstellen. Das ist Miloš, Ivana, Stefanira, Tomislav, Jelko, Gordon, Blaženka. Und die kleine Nada. Ach, Himmel, das sind alles deine Geschwister? Nein, 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 das kommt erst morgen. Draga, ich habe eine Überraschung für dich. Schaut euch das mal an. Boah, das ist ja wirklich wunderschön. Da. Und es ist nur ein paar Meter von eurem Haus weg. Genau. Und schau mal da. Diesen Blick werdet ihr von eurem Schlafzimmer aus haben. Und vom Kinderzimmer aus könnt ihr auch das Haus sehen. Und ich kann dem Kleinen zuwinken.
Schlafzimmer zuwinken. Darinka, wir wohnen in München. Und soweit ich weiß, haben wir auch nicht vor, in nächster Mama, Zeit... das hat doch noch Zeit. Wir hatten noch darüber geredet. Worüber habt ihr gesprochen? Es ist schon alles geklärt. Was ist geklärt? Du hast das hier gewusst? Ja. In 9 Monaten wirst du froh sein, wenn die Großmutter nebenan wohnt. In 9 was? So, jetzt gibt's Essen. Ja, Voye! Nicht ganz das, was du dir erhofft hast, ne? Wenigstens interessiert sich hier jemand für mich. Ist es das, was du wirklich, wirklich wünschst? Vielleicht ist es keine perfekte Familie, aber immerhin ist es eine Familie. Na dann. Lass du nicht hier, Kalisi. Lass doch. Sag mal. Mollem, start den Marsch. Nimm einen Fremden. Was machst du denn? Ich spreche Kroatisch. Was ist denn so heißt? Ja, irgendwas mit Deti und Sutra. Sutra heißt Morgen. Ja, das ist irgendein Name. Titi heißt Kind. Ich hasse es, wenn du recht hast. Wie die Musik. Gleiche wie ich? Nicht denken. Handeln! Siehst du ihn noch? Natürlich nicht. Wenn ich ihn sehe, sieht er mich auch. Aber es gibt doch immer eine Straße. Es gibt nur eine Straße. Die Welt ist nicht wie dein Hirn. Es gibt auch Abzweigungen. Was sagst du? Ja, dann sag ich mal rechts. Dann ist links richtig. Los! Mein Auto. Mein Auto ist weg. Poi, Giochi, uso mein Auto. Akuga, uch, wat die Movie-Chuga. Mato, hast du Hero hier gesehen? Heroin, nein. Aber hast du mein Auto gesehen? Ja, das haben meine Eltern sich geliehen. Gerd hat mir eben eine SMS geschrieben, der hatte Kopfschmerzen. Theresa fährt ihn ins Hotel. Aber mit meinem Auto, hä? Ja, ist das ein Problem? Oh, nein. Kein Problem. Willst du nur nicht der Polizei begegnen? Ist, wenn ich bei sowas recht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Arschloch ist. Das ist kein Arschloch, ist ein Mann. Ihr seid nun mal so. Warum tut der Lisa sowas an? Du Frage. Gerade von mir, Gerd. Ich finde deine Fotos auch scharf. Eine Sauerei ist das. Sonst weiß ich mal einer Meinung kommen. Bock, Ovo je, Hirvoje, Lisantu. Hirvoje, wo steckst du denn? Der Sprit ist gleich alle. Der Sprit ist gleich alle? Hast du hier irgendwo eine Tankstelle gesehen? Mit ein bisschen Glück reicht's ja vielleicht noch. Also, pass auf. Die Straße macht da so eine Kurve. Nimm den Feldweg, da sparen wir uns mindestens 25 Kilometer. Ja, und holen uns zusätzlich noch einen Achsbau.
Vertrau mir doch einfach einmal. Bitte? Okay. Veronika Drama! Turboje, großes Drama! Was ist denn los? Ich habe es dir gleich gesagt, nur eine kroatische Frau versteht ein kroatisches Herz. Mama, was ist denn passiert? Sie war sehr wütend. Sie ist abgereist. Vertrau mir doch einfach mal. Ich hätte es wissen müssen. Der Tank ist leer. Du hast doch so ein tolles Handy. Dann ruf doch mal im Hotel an. Kein Netz. Mist. Toll. Stehen wir hier an der Straße, in der alle 100 Jahre mal ein Auto vorbeikommt. Und dann verhungern und verdursten. Und nachts erfrieren. Zieh dir lieber endlich deine Hose an. Was machst du da? Ich hatte was Dringendes zu erledigen. Am Tag vor deiner Hochzeit? Was kann es denn bitte so Wichtiges geben, dass du mich hier einfach so hängen lässt? Seit Stunden versuche ich dich zu erreichen, habe immer nur deine bescheuerte kroatische Mailbox dran. Ich verstehe, dass du wütend bist. Wütend, ey. Es ging um eine wichtige Familienangelegenheit. Das ist kein Grund, mich hier alleine unter Fremden sitzen zu lassen. Na, dann verstehst du jetzt hier endlich, wie es mir verdammt noch mal geht. Okay, ich war heute nicht bei dir. Aber das ist kein Grund, die Koffer zu packen und zu gehen. Weißt du eigentlich noch, was du sagst? Deine Familie, meine Familie. Keiner glaubt an uns. Weißt du was, vielleicht haben sie ja recht. Du willst die Hochzeit abblasen? Das alles hat doch mit uns überhaupt nichts mehr zu tun. Jetzt scheißegal, was die anderen sagen. Ich will dich. Vielleicht ist es aber nicht genug. Ich hoffe nur, dass wir die beiden noch vor der Hochzeit erwischen. Um frühen sechs wird's wieder hell. Gehen wir die Straße runter und trampen. Ich hätte Lisa ihr Glück von Herzen gegönnt. Dann wären wir wohl besser zu Hause geblieben. Da ist er wieder. Der große Gerd Bergmann. Ah, den Weg des geringsten Widerstandes, wie damals. Du bist ja auch prima damit durchgekommen. Bin ich nicht. Bist du doch. Du durftest Lisa behalten. Aber dich habe ich verloren. Du hattest eine Affäre mit deiner Studentin. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Direkt nach unserem Sommerurlaub 88. Wir waren uns doch so nah. Ich hab's oft genug bereut. Weißt du, was das Schlimmste war? Nicht der Hass deiner Eltern oder all unserer Freunde, die in mir immer nur die Mutter gesehen haben, die ihre Familie im Stich gelassen hat. Nein. Das Schlimmste war, dass Lisa sich für dich entschieden hat. Du hast sie mir einfach weggelegt. Sie hat in dir immer nur das Gute gesehen. Das konnte ich ihr doch nicht kaputt machen. Aber du bist weggegangen. Ja. Was hätte ich denn tun sollen?
Hätte ich ihr die Wahrheit sagen sollen? Hätte ich ihr sagen sollen, dass du das Wichtigste kaputt gemacht hast, was es zwischen zwei Menschen gibt? Vertrauen? Danke, dass du ihr nie was gesagt hast. Absurd. Aber ich habe euch aus Liebe verlassen. Been a while since I've lost control about the way that I feel. I'm trying hard to fight against my demons creeping up on me. It's been a while since I've lost my faith in all what people say. I don't believe in miracles, but wonders happen every day. Every day I go and sing. Kick me totally out of frame. Wanted you, but now you have to leave as easy as you came. I am falling and I don't want to feel for you again. Even though I'd like to see you give my love. Aufwachen. Es ist hell. Du hast mir deinen Sakko gegeben. Ah ja? Wie galant. Das gehört sich doch so. Danke. Ich höre was. Aua. Halt! Entschuldigung. Wir sind hier liegen geblieben mit dem Auto. Wo haben Sie denn dieses wunderschöne Fahrzeug her? Ausgeliehen? Ja. Ausgeliehen, ha? Ma daj odmah zovi stanicu, ova gama cara tu krade. Svijesta! Super. Sorry, Marta, das muss ich jetzt wirklich alleine durchziehen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Hey! Hey! Ich könnte wenigstens mal Danke sagen, wenn du mir ständig meine Fahrzeuge klaut. Danke für die letzte Nacht. Tat gut, sich das alles mal von der Seele zu reden. Nach 22 Jahren. Danke, dass du mir Lisa anvertraut hast. Vielleicht kommt sie uns sogar mal besuchen. Oh, es sieht nämlich so aus, als würden wir die nächsten 22 Jahre hier verbringen. Erinnerst du dich an das, was ich dir gesagt habe, nach unserer Einweihungsparty? Jeder Moment ist schöner, wenn du bei mir bist. Und
Und ich müsste doch verrückt sein, wenn ich das nicht für den Rest meines Lebens wollte. Auf einmal. Was ist mit dem, was du gestern gesagt hast? Ich werde nicht den gleichen Fehler machen wie meine Mutter. Mir ist völlig egal, was die anderen von uns wollen. Wichtig ist nur, dass wir zusammen sind. Bist du dir sicher? Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten, um das ganze Bild zu sehen. Sag mal, wusstest du, dass ich komme? Ich hab's gehofft. Guten Tag. Ich bin Ihr Untersuchungsrichter. Und wegen Ihnen verpasse ich gerade die Hochzeit des Jahres. Handelt es sich bei dieser Hochzeit um die Hochzeit Tomasowitsch? Ja, natürlich. Wir sind die Eltern der Braut. Ja. Und ich bin Cousin Peter Tomasowitsch. Nein. Ja! Nein! Solange es wie was checkt. Und ich hatte euch doch eine Kutsche bestellt, Herr Voyer. Die Zeiten ändern sich daran. Wo ist Gerd? Du kannst unmöglich ohne deinen Vater vor den Nordat treten. Das ist unsere Hochzeit. Wir heiraten. Wer dabei sein will, ist dabei. Wer nicht, hat Pech gehabt. Ja. Ihr schwaches Herz, warum tust du ihr das an? Diese Frage ich dich, Roy Anton Tomasowitsch. Willst du diese Frau zu deinem Weibe nehmen, sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So sage ja. Ja. Und so frage ich auch dich, Lisa Bergmann. Willst du diesen Mann zu deinem Gemahl nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? So sage ja. Nein! Nein! Nein, sie will nicht, oder? Hast du schon? Mama, was machst du da? Dich vor einem großen Fehler bewahren. Jetzt reicht's. Du wolltest diese Hochzeit doch von Anfang an verhindern. Ja, aber... Ach, glaub mir, ich würde alles drum geben, wenn ich dir das jetzt ersparen könnte. Oder willst du es ihr selber sagen, Herr Voyer? Ich weiß nicht, wovon du redest. Gerd! Weißt du was, Theresa? Ich glaube, du gehst jetzt besser. Nein, sie bleibt hier. Und du siehst dir das bitte an. Tut mir leid. Herr Voyer. Wer ist diese Frau und das Kind? Ja, Herr Voyer, sag's Ihnen. Wer ist die Frau? Herr Voyer. Jetzt sag endlich was, bitte. Wer ist das auf dem Foto? Ich kann das nicht. Das sind meine Frau Jella und mein Sohn David. Mama, hör auf damit. Diese Herzinfarkte kauft dir schon seit Jahren keiner mehr. Kannst du so mit deiner Mutter reden? Du, Mato, erklär mir das sofort. Ich hab's nur Herr Voyer gesagt. Und er hat mir versprochen, es niemandem zu sagen. Mato, warum? Warum? Da. Weil Jella Serbin ist und geschieden. Und noch nicht mal katholisch. Du hättest doch niemals als Tochter akzeptiert, Mama.
Hiroi kann nichts dafür. Er wollte nur sein Versprechen halten. Ich bin an allem schuld. Ich habe auch Schuld. Aber mein Freund Gerd hat mir den Mut gegeben. Ich liebe diese Frau, ich liebe Darinka und das seit 20 Jahren, aber ich hatte nie den Mut, es ihr zu sagen. Darinka. Wollende. Mui, Draži. Möchte noch irgendjemand die Beichte ablegen? Ich möchte auch etwas sagen. Ich habe zugelassen, dass meine beiden Söhne haben ihr Glück aufs Spiel gesetzt. Für mich. Es tut mir sehr leid. Ich würde auch gern was beichten. Lisa. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich wirklich liebe. Geschweige denn gezeigt. Ich war keine gute Mutter. Genau genommen war ich überhaupt keine Mutter. Aber ich würde das gern ändern. Ich schaffe das nur nicht alleine. Kannst du mir dabei helfen? Mutter führt die Braut zum Altar. Das ist gegen die Tradition. Mama. Und weißt du was, Teresa? Du hast recht. Bereite deiner Tochter die schönste kroatische Hochzeit aller Zeiten. Unsere Frage, die dich Lisa Bergmann noch einmal. Willst du diesen Mann zu deinem Gemahl nehmen, in Lieben und Ehren? Ist es der Tod euch scheidet? So sage ja. Ja. Jetzt haben wir unsere kleine Tochter verloren. Sie wird es besser machen als wir. Das ist ja nicht schwer. Nicht so was wie Selbstkritik? Wir sind spät. Wieso? Eben in der Kirche haben alle gebeichtet, nur du nicht. Denkst du, ich trau mich nicht? Wart mal ab. Lisa! Ich muss auch was beichten! Theresa und ich, wir sind verheiratet und nicht geschieden. Wie kommst du da raus? Könnte ja sein, dass ich die Scheidungspapiere noch nicht abgeschickt habe. Interessant. Könnte sein, dass ich meine Papiere auch nicht abgeschickt habe. Ich weiß. Vergessen? Oder Absicht. Du wirst es rausfinden. I can
Just goes by you. Just